Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute mal wieder ein XXL News Update. Ich habe in den letzten 7 Tagen eine Menge zusammengesammelt. Ich wollte nicht Stück für Stück alle Informationen in einem kleinen 2-3 Minuten Video raushauen. Heute ein XXL Video, um was geht's? Das Halloween Event steht an, gleich nach dem Aftermarket Collection Event. Die Badges sind schon im Spiel, das kann ich euch gerne zeigen. Ich zeige euch ein paar Skins, nicht alle. Dann geht's um den Sentinel und um den Pathfinder Bug und noch ein paar andere Probleme. Und was auch den Buff von Pathfinder eigentlich betrifft, der eigentlich ein Nerf ist. Für die, die das nicht ganz mitbekommen haben. Es geht um die Next-Gen-Konsolen. Da möchte ich kurz was anschneiden. Es gibt Bilder von 2 neuen Erbstücken. Bangalore und Ashe. Ashe, die eigentlich erst in Season 10 kommt. Und die neue Legende Horizon. Von der habe ich schon mal gesprochen. Da ist man sich noch nicht sicher, ob die in Season 7 kommt. Oder in Season 8 oder 9. Keine Ahnung. Da ist jetzt schon ein Videoclip aufgetaucht. Was vermuten lässt, dass die in Season 7 doch schon kommt. Zeigt sogar ein Hovercraft. Das könnte ein neues Fortbewegungsmittel auf Olympus sein. Und ich habe nochmal neue Beweise, dass wir in Season 7 voraussichtlich Pfeil und Bogen als neue Waffe bekommen. Da hat Respawn im letzten Deathstream wieder ein bisschen gepennt und dort hat man die Munition und Pfeilenbogen nochmals auf dem Boden gesehen, nur die Munition ist jetzt als Bild neu aufgetaucht. So, ihr wisst jetzt erstmal Bescheid, was inhaltlich auf euch zukommt. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo, wenn ihr neu seid, so kurz vor den 10.000. Würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr nicht mehr zu den jetzt mittlerweile nur noch 36%, die regelmäßig einschalten und noch nicht abonniert haben. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr abonniert. Auch gerne auf Twitch, dort bin ich jetzt als Streamer unterwegs. Das war es jetzt soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit mega, mega fetten Informationen. So, Ladies and Gentlemen, als allererstes möchte ich euch erstmal zeigen, wie wir diesen nervigen Bug beheben können, bevor Respawn endlich mal hier einen Patch raushaut. Solltet ihr das Problem haben und ihr habt einfach keinen Bock, auf den Pathfinder zu verzichten, klettert einfach irgendwo drauf. Mehr müsst ihr nicht machen und schon ist die ganze Geschichte weg. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, warum zumindest für viele, und es tatsächlich hat sich auch Respawn da zu Wort gemeldet, warum der eigentliche Buff, der ja im Verhältnis steht, wenn ihr den Grappling Hook macht, je nachdem, was ihr für eine Distanz zurücklegt, wenn ihr die maximale Distanz zurücklegt und quasi die 35 Sekunden ausreizt, dauert es manchmal, bis der Counter sofort losgeht. Was heißt sofort? Sofort ist da das falsche Wort. Es kann sein, dass wir manchmal 1, 2, 3, 4, maximal ungefähr 5 Sekunden später geht es dann erst los. Zum Beispiel, wenn man slidet, ich mache das einfach mal vor, ich versuche das mal auszureizen, mal sehen, ob es funktioniert. Jetzt sliden wir hier noch. Und ihr seht, der Counter ist kurz verschwunden, weil er muss ja erstmal berechnen, was hier überhaupt los ist. Wie weit kommen wir denn? Und ehe der Counter dann tatsächlich losgeht, kann es sein, dass wir statt 35 vielleicht 38 Sekunden brauchen, bis wir den nächsten Grappling Hook aktivieren können. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder den Bug. Klettern kurz, dann ist das weg. Wie gesagt, wann der Patch endlich kommt, ich hoffe, dass der in den nächsten Tagen endlich da ist. Ansonsten kann man so ein Event, was 2 Wochen geht, wenn man dann schon 50% der Zeit einfach nur scheiß Server hat oder so eine Bugs oder den Sentinel-Bug und so weiter, dann ist das hier alles einfach nur für einen Arsch, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt. Wie gesagt, für alle, die nicht wissen, wie wir das handeln sollen mit dem Bug und so weiter, habe ich euch jetzt gezeigt. Es soll zeitnah auch nochmal ein extra Patch für den Pathfinder kommen. Weil wie gesagt, es ist Respawn völlig bewusst, dass hier irgendwas mit dem Buff überhaupt nicht so ganz hinhaut. Als nächstes möchte ich kurz darüber sprechen, dass die Sentinel entfernt wurde. Das haben vielleicht einige noch nicht mitbekommen. Die hat einen mega heftigen Bug. Du konntest fast nahezu in derselben Feuerrate wie die G7 die Sentinel schießen. Man musste einfach nur schießen und nachladen gleichzeitig drücken. Ungefähr so hat es funktioniert. Ich habe es selber schon mal getestet. Ist echt frech. Aktuell wusste Respawn sich nichts oder nicht zu helfen. Deswegen wurde die Sentinel vorerst aus dem Spiel entfernt. Das dazu. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf die legendären Token vom Spiel eingehen. Es gibt eine Menge Leute, die denken, die wurden aus dem Spiel entfernt. Ist natürlich nicht so. Wenn ihr hier oben rechts drauf geht, einfach nur by the way bemerkt, dann seht ihr hier euren aktuellen Kontostand, der bei mir einfach mal übertrieben 280.000 fast betrifft. Das finde ich auch sehr schade, dass Respawn da noch keine Möglichkeit reingebracht hat ins Spiel, dass man ein bisschen mehr damit anstellen kann. So, das soweit dazu. Jetzt fangen wir mal mit ein paar anderen Sachen an. Und zwar, was habe ich als erstes für euch? Das ist das Erbstück, was in der Mache tatsächlich aktuell ist für Ashe.
Ash ist ja überraschend zumindest aufgetaucht in der Legendenliste. Die sollte ja eigentlich gar keine neue Legende werden. Ob die jetzt tatsächlich so kommt, darf man nicht vergessen. Das sind alles nur Leaks. Das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Das möchte ich hier nochmal betonen. Es ist so eine Art Schwert. Wir sehen im Hintergrund auch das Trainingsgelände. Sieht sehr, sehr cool aus. Dann habe ich das Bangalore-Erbstück für euch. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Eigentlich hieß es ursprünglich in den Quellcodes, dass sie so eine Art Polizei- oder Militärschlagstock bekommen soll. Es ist auch schon vor vielen Wochen kam raus, dass das überarbeitet werden soll. Jetzt habe ich ja schon wieder 20.000 Mal Code Leaf und komme nicht mehr ins Spiel. Sehr, sehr geil. Das zum Thema Erbstück für Bangalore. Als nächstes, dort kommen wir zu Pfeil und Bogen. Ich habe schon mal darüber berichtet, dass wir angeblich eventuell bald Pfeil und Bogen als Waffe bekommen sollen. Und in dem Deathstream haben sie mal wieder ein bisschen gepennt und man hat so ein bisschen gerätselt oder die Community hat gerätselt. Mensch, was ist denn das Gelbe dort auf dem Boden? Für mich ist das ganz klar ein Köcher, wo ein paar Pfeile rausgucken. Ganz, ganz klar. Ich habe noch ein anderes Bild für euch. Da sehen wir sogar den Bogen liegen. Ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Bild, aber vor der ersten oder hinter der ersten Pylone, dieses komische Teil, was da steht, sieht man so ein bisschen den Bogen und links daneben liegt die Munitionsart. Ist aus dem aktuellen Deathstream. Und als nächstes, bevor wir jetzt gleich noch das Halloween-Event etwas größer anreißen, weil da gibt es wirklich sehr geile Informationen zu, hat sich Respawn zu Wort gemeldet in Sache Next-Gen-Konsolen. Und es soll so sein, dass auf den Next-Gen-Konsolen der Xbox Series X und auf der PS5 die Apex Legends mit stabilen 60 FPS wohl laufen soll. Und in dem ganzen Text hier, ich habe das jetzt hier nicht mit eingeblendet, aber auf der Internetseite wird so ein bisschen recherchiert, da wird auch geschrieben, man soll keine Frame Drops mehr haben und das Bild soll sich nicht, das geht mir noch immer auf der PS4 Pro so, dass teilweise, wenn du irgendwelche Bilder hier wechselst, dann bauen sich bestimmte Texturen erstmal auf sehr, sehr schwach, wie ich finde, aber das soll auf den Next-Gen-Konsolen endlich Geschichte sein. Als nächstes meine Frage an euch, erinnert ihr euch vielleicht noch an dieses Bild hier oben links? Das ist das Thumbnail, wo ich darüber gesprochen habe, dass Horizon die neue Legende in Season 7 werden soll. Und es gibt ja diese Ingame-Teaser, die bald passieren sollen. Diese komischen Blöcke mit diesem Aktivierungstouch-Bedienfeld, keine Ahnung, die nennen sich Gravity Lifts. Die ersten sollen nächste Woche am 13. Oktober aktiviert werden. 4 an der Zahl, 2 auf dem World's Edge und 2 auf dem King's Canyon. Ich sag euch gleich noch, wo die aktiviert werden. Wenn ihr vor den richtigen steht, sollen schon Counter sein. Erinnert euch vielleicht noch an die Bunker auf dem King's Canyon. Wenn das so 3, 4, 5, 6 Tage vorher, bevor die geöffnet wurden, konnte man sich genau vor dasselbe Bedienfeld stellen und dort hat man einen Counter gesehen und konnte dann sehen, wann wir die Dinger öffnen können. Genauso ist das jetzt bei denen. Das soll nämlich Ingame-Teaser zur Season 7 Legende Horizon werden. Es ist aber aktuell noch immer nicht klar, ist Horizon Walk. Walk heißt eigentlich die nächste Legende in Season 7. Vielleicht ist Horizon Walk dieselbe Person. Laut einem Video, was ich vor ein paar Tagen erst rausgehauen habe, sollen aber Walk und Horizon 2 eigenständige Legenden sein. Für mich macht es aber keinen Sinn, dass Walk laut der neuen Liste, die glaube ich in Season 9 kommen soll oder Season 8, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Season 8 war glaube ich Blisk, ich glaube es war die 9. Macht es keinen Sinn, jetzt 2, 3, 4 Seasons vorher schon irgendwelche Teaser zu einer Legende zu bringen, die irgendwann in der fernen Zukunft erst kommt. Wobei, Ash haben sie ja auch angeteasert in Season 5 und die kommt wohl erst in Season 10. Wobei das keine neue Legende sein sollte, jetzt wohl doch. Okay, ich möchte jetzt gar nicht weiter drum herum reden. Am 13. werden die ersten beiden auf dem World's Edge und 2 auf dem King's Canyon aktiviert. Ich sage euch wo. Auf dem World's Edge, an der Raffinerie und am Himmelshaken. Was da genau passiert, weiß man immer noch nicht. Wahrscheinlich wird man da irgendwie in die Luft langsam schwebend katapultiert und geht dann in so eine Art Skydive über wahrscheinlich. Gibt es auch, wenn die aktiv sind, gibt es Challenges, die man machen kann. Zum Beispiel töte 1, 2, 3, 4, 5 Gegner in der Luft. Das wird wohl so sein, dass man da ganz, ganz langsam in die Luft schwebt und währenddessen wahrscheinlich noch seine Waffe benutzen kann. Wie das genau aussieht, werden wir dann sehen. Und auf dem King's Canyon in der Luftwaffenbasis und am Repulsorturm. Und jetzt blende ich euch mal diesen kleinen Clip ein. Dort sehen wir so eine Art Hovercraft die ganze Zeit mit so ein paar verzerrten Stimmen von Horizon. Und zum Schluss, der Clip geht ein bisschen länger, sehen wir noch
ein Bild von Horizon, wie sie dann selber spricht und gezeigt wird und so weiter. Das ist eine sehr, sehr interessante Legende. Und danach melde ich mich mit vielen Informationen zum Halloween-Event wieder und vor allen Dingen, wie der Modus funktionieren wird. Sehr interessant. Hallo? Hallo, can you hear me? Oh, there you are. Oh, listen, I've got a wee proposition for you, darling. But perhaps we ought to meet at the firing range. Okay, I'm gathering data on the Apex games, and I'd love to gather some data on, well, you. Oh, don't think of this as an experiment, per se. Nothing to worry about, really. I mean, this is a totally voluntary, fairly low chance of dismemberment type deal. If you complete my diagnostic challenges, quite the reward is all yours. So, how about you show me what you're made of? Well, you're just pure dead brilliant, aren't you? Shall we meet back in the firing range? Excellent, excellent. Reckon it's time for round two. Take this access key and have some fun, dear. Remember, you're a long time dead. Oh, fantastic data we're getting from you, love. Let's meet at the firing range. Well now, they've given us quite the way show, haven't they, Newty? Clever tactics. Bold maneuvers. All that data you've provided us will come in handy when we face you in the games. Oh, where are my manners? An official introduction is in order. Some call me Dr. Mary Summers, but you can call me Horizon. See you real soon, darlings. Das Hovercraft übrigens, by the way, bemerkt, falls ich das noch nicht erzählt habe, das wird wahrscheinlich auf Olympus ein Fortbewegungsmittel sein. Gibt es übrigens auch als Waffencharm, gab es auch schon Bilder, habe ich auch schon mal gezeigt, habe ich mir hier jetzt gespart. Wir gehen jetzt mal auf das Halloween-Event ein. Das soll sofort, nachdem das Aftermarket-Collection-Event vorbei ist, soll das sofort starten. Ich zeige euch jetzt sämtliche Skins, die ich gefunden habe. Das sind alles die alten Skins, die wir schon aus dem letzten Halloween-Event kennen, als Recolor. Die sehen geil aus, keine Frage. Ich finde es trotzdem ein wenig unkreativ. Es gibt zuerst einmal einen kleinen Steckbrief von Revenant, könnte man so sagen. Der erklärt so ein bisschen grob, wie das Event funktioniert. Ich blende es mal ein und hoffe, dass ich ein paar vernünftige Worte dafür finde. Was wird sich auf jeden Fall ändern? Es nennt sich das Shadow Royal Event. Wenn ihr tot seid, werdet ihr immer und immer wieder gerespawnt, vorausgesetzt mindestens einer aus eurem Squad ist am Leben. Das kennen wir schon aus dem Live Die Lift Modus. Es soll aber so sein, dass wir in der letzten Runde, im finalen Ring sozusagen, funktioniert das dann nicht mehr, wenn noch einer lebt. Was gibt es noch zu erzählen? Wenn du gewinnen willst, musst du sicher sein, dass alle anderen draufgehen. Ganz normales Battle Royale, wahrscheinlich unter den Live Die Live Regeln. Was ist aber anders? Dieses typische, wir gewinnen, wenn wir dieses Fluchtschiff erreichen aus dem letzten Jahr, aus dem Halloween-Event, das ist nicht mehr. Es ist so eine Art Live Die Live, aber die Fähigkeiten, wenn ihr getötet werdet, werdet ihr wieder so ein Schatten. Die Fähigkeiten haben sich geändert und halt die Fresse, das könnte mega, mega witzig werden. Ich blende euch das mal so ein bisschen ein und versuche hier mal ein bisschen Klartext reinzubringen. Auf jeden Fall, wenn ihr ein Schatten seid, soll es so sein, dass wir jetzt einen Wallrun machen können. Das ist schon mal echt finster. Vom Wallrun habe ich vor zig Monaten schon mal gelesen. Ein Doppelsprung soll jetzt ohne Jumppad möglich sein. Wir können höher klettern, Türe zerstören, das konnte man vorher in dem Event auch schon. Was können wir noch? Einen extrem brutalen Schlag. Also jetzt würden wir boxen. Ja, man muss eine extrem krasse Reichweite haben. Das war aber beim letzten Mal auch schon so. Zumindest war da die Stärke des Schlags sehr, sehr heftig. Dann steht hier Infinity Climb. Ich weiß jetzt nicht, ob das Infinity unendlich klettern kann. Ja, jeder. Ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich unendlich hochklettern könnte. Das ist zumindest das, was ich denke. Dann steht hier, dass wir uns automatisch regenerieren, wie bei COD oder in dem aktuellen Aftermarket Collection Event, wenn wir in dieser Kuppel sind. Das war im letzten Event, im Shadow Event nicht so. Wenn du da eine draufgekriegt hast, hattest du keine Möglichkeit, dich zu heilen. Ist schon mal sehr interessant. Wir können mit dem Schatten ein Finisher machen und dort wird unsere Heilung auch wieder regeneriert oder unser Leben. So, dann steht hier noch
Die when the last living squadmate is killed. Die when the last squadmate is killed. Ah, ich verstehe. Ich glaube, das ist so gemeint. Du selber oder vielleicht noch dein zweites Teammate können als Schatten rumrennen, aber einer deiner Mates von dreien muss noch seine normale Form behalten. Ansonsten geht wahrscheinlich das ganze Squad drauf. Das ist zumindest meine Interpretation. Can revive downed Squadmates. Okay, selbst als Schatten kannst du deine gedownten Mates wieder hochheben. So, das dazu. Was haben wir noch? Das wird auch mega interessant. Es soll so sein, dass wenn wir eine Schattenform haben, dass jede verschiedene Legende, warum das jetzt hier 18 sind, weiß ich nicht. Das sind Namen von Prolon. Ich meine nicht die Waffe, ich meine die niedlichen kleinen Haustierchen. Es soll wohl so sein, wenn wir eine Schattenform haben, dass uns so ein Prolor begleitet. Das könnte auch mega, mega interessant sein. Ich gehe natürlich davon aus, dass man dem Prolor vielleicht irgendeinen Command geben kann, dass der vielleicht einen Gegner angreift oder einen so ein bisschen unterstützt im Gunfight, wenn du durch irgendwelche Häuser läufst, läuft der neben dir her, kommt ein Gegner um die Ecke, greift der den an. Das ist zumindest meine Vorstellung. So ungefähr soll das Halloween-Event funktionieren. Es wird wahrscheinlich wieder so eine Art Collection-Event. Man muss wieder eine Menge Geld ausgeben. Mal sehen, ob wir uns wieder was freischalten können. Ich zeige euch jetzt mal sämtliche Skins, die ich so gefunden habe. Wir fangen einfach mal an. Ach nee, das möchte ich mal noch nebenbei bemerken. Hat mit dem Halloween-Event nichts zu tun. Jason McCourt hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Einer der ganz, ganz hohen Tiere aus oder von Respawn und hat geschrieben, grob nachdem der Season 6 Launch und das Aftermarket Event jetzt so ein Stück weit hinter uns liegen, nachdem das released wurde, muss wirklich sehr, sehr stressig wegen Corona und so weiter gewesen sein, soll uns Richtung Weihnachten echt extrem geiles Zeug erwarten. Das ist dann schon in Season 7. Ich bin sehr gespannt. Ich würde es zum Beispiel extrem feiern, wenn das Weihnachtsevent, was wir letztes Jahr hatten, ich weiß jetzt gar nicht, wie das hieß, mit diesem Zug, wenn das wiederkommen würde, würde ich wirklich mega geil finden. Das war wirklich einer meiner absoluten Favorites. Das nebenbei noch bemerkt. Jetzt kommen wir zu ein paar Recolor-Skins. Wie gesagt, die Skins kennen wir alle schon, sind einfach nur optisch ein wenig verändert worden. Finde ich jetzt nicht mega kreativ, aber es gibt den einen oder anderen Recolor, der sehr, sehr geil aussieht. Es soll auch Bündels geben, dass wir für einen bestimmten Preis verschiedene Bündel bekommen. Aktuell weiß ich aber noch nicht, ob wir die Standardversion aus dem ersten Halloween von 2019 bekommen. Und was auch noch unbekannt ist, ob es so sein muss, dass wenn du jetzt zum Beispiel hier diesen Wraith-Skin haben willst, ob du die Standardvariante vom letzten Jahr besitzen musst. Das könnte sein, weiß ich aber aktuell nicht. Wäre aber sehr, sehr frech. Ich glaube aber nicht, dass es so sein wird. Mein absoluter Favorite ist der Caustic. Moment, dieses Bild funktioniert nicht. Das habe ich doppelt drin. Das ist der Caustic-Skin. Halt doch die Fresse. Diesen finde ich sowas von absolut geil. Ich habe es mir jetzt aber gespart, das Original aus dem ersten Halloween hier Halloween-Event hier reinzumachen, aber das sieht um einiges finster aus. Als nächstes haben wir jetzt einfach mal als Beispiel hier auch nochmal links den Standard-Halloween-Skin von Krypto und rechts das Recolor. Keine Frage, sieht geil aus. Ich finde es trotzdem etwas unkreativ. Als nächstes haben wir den Gibby, den finde ich auch ultra stark. Das Recolor sieht richtig, richtig edel aus. Dann haben wir noch was? Ja, drei Bilder haben wir noch. Wir haben einmal Watson, bekommt noch einen Recolor. Revenant ist natürlich neu dabei, der bekommt einen neuen Skin, das ist völlig logisch. Er ist ja auch der Austragende, da soll es wohl auch interessante Voicelines geben, wenn einmal Revenant spricht als austragender Event-Kollege und eben wenn du selber die Legende spielst. Dann haben wir noch, hier habe ich noch zwei Waffenskins, die Sentinel und die G7. Als Skins für das Event. Ich glaube, die kann man sich sogar selber erspielen, aber 100% weiß ich das jetzt hier nicht. Und hier haben wir noch einen Nessie-Charm für das Event, was ganz, ganz witzig aussieht. Okay, das soll es von meinem XXL News Update gewesen sein. Natürlich, das Video ist ein bisschen länger geworden, deswegen auch XXL. Es waren aber auch eine Menge Informationen, die sich über die letzten sieben, ach sogar noch viel, viel länger, zwei, drei Wochen gesammelt hat. Ich möchte mir das so ein bisschen angewöhnen, dass ich nicht wegen jedem kleinsten Detail irgendein neues Video mache, was dann vielleicht nur zwei Minuten geht. Ist es natürlich das absolute Hammer oder die absolute Hammerinformation. Da gibt es natürlich auch ein kurzes Video. Das soll es von diesem Video jetzt aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neues habt, dann rund um Apex Legends nichts verpasst.
verpassen wollt. Ich werde den nächsten Livestream für alle, die meine Livestreams ein bisschen vermissen. Übrigens, ich habe wie gesagt auf Twitch gewechselt. Morgen früh, wenn ihr tagesaktuell zum Sonntag noch das Video seht, am Montag Richtung 9 Uhr morgens werde ich mit Schweini ein bisschen auf Twitch streamen. Und ja, wann das nächste Video kommt, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein 100er Pack Opening Video jetzt im Laufe der Woche noch geben. Dort möchte ich euch noch, auch wenn ich euch meinen aktuellen Kooperationspartner, meinen neuesten Wunsch-Kooperationspartner Aiming Controller schon nahegelegt habe, das Video extra dazu. Es gibt noch eine Firma aus Zwickau, die hat sich bei mir gemeldet. Als kleinen Spoiler schon mal, möchte ich euch im nächsten Pack-Opening-Video vorher vorstellen. Dauert vielleicht so 2 Minuten. Absolut geiles Gimmick, wenn ihr neben dem Zocken gerne so ein bisschen snackt. Knickknacks zum Beispiel oder so. Und es geht euch auf den Sack, dass ihr euch die Finger dreckig macht. Fettige Finger auf einer Tastatur oder auf dem Controller ist einfach scheiße. Geiles Gimmick, stelle ich euch vor. Da gibt es dann natürlich auch einen Link zu. Das soll es jetzt wie gesagt gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.